Mit der Metallplatte, da habe ich die Möglichkeit als Kunde, die Box dann draufzulegen. Der Mitarbeiter nimmt die Metallplatte an, aber nicht die Box, legt dort die Ware rein und reicht es dem Kunden zurück. Der Kunde wiederum geht hin und verschließt die Box selber und bekommt auch den Zettel ausgehändigt. So kommen wir nicht in Verbindung mit den Waren, die der Kunde angefasst hat, und der Kunde wiederum nicht mit den Produkten, die wir angefasst haben. Unser Ziel mit dem Mehrwegsystem ist es, dass der Kunde die Möglichkeit hat, mit eigenen Boxen oder bei uns vorgekühlt und vorgereinigten Boxen Wurst, Fleisch und Käsewaren zu kaufen, ohne dass er das Verpackungsmaterial kaufen oder mitnehmen muss, und wir so halt nachhaltig Müll reduzieren können. Nachdem wir auch zusammen mit der Edeka und dem WWF festgestellt haben, dass die Papiertüten nicht besser sind, war für uns wichtig, dass wir eine langfristige Alternative schaffen, sodass man komplett ohne Tüten klarkommt. Die Mehrwegbox bietet die Möglichkeit, seinen Einkauf in die Box reinzupacken. Gegen einen Pfandwert kann der Kunde diese mit nach Hause nehmen und kann die beim nächsten Einkauf einfach wieder mitbringen und bekommt den Pfandwert komplett erstattet. Ein großes Müllaufkommen haben wir immer noch im Obst und Gemüse mit den Knotenbeuteln, die aus Plastik bestehen. Das ist der nächste Punkt, den wir bis Ende dieses Jahres umsetzen wollen, dass wir dort auf nachhaltige Netze gehen und diese auch wiederum mehrfach oder unendlich genutzt werden können, die waschbar sind, dass wir dort dem Kunden die Möglichkeit bieten, auch komplett auf Plastik zu verzichten. Der Kunde soll die Möglichkeit haben, seine 6 oder 10 Eier, die er mitnehmen möchte, in eine Mehrwegbox reinzulegen und so halt eben auch auf die Pappschachtel langfristig zu verzichten. Wir müssen es anbieten, der Kunde muss es annehmen, und so hat man die Möglichkeit, gemeinschaftlich wirklich den Müll effektiv zu reduzieren.